Meine lieben Fadenspieler, willkommen zu einer neuen Reihe. Ich weiß, es gibt genug Strickclips und Anregungen im Netz. Aber ein Erlebnis vor Weihnachten hat mir gezeigt, dass es doch an manchen Ecken immer noch hapert. Ich wurde hereingebeten mit der Begründung, Rosita, ich sitze hier mit 4 meiner Kunden. Es ist ein Muster und das klappt nicht. Warum nicht? Ich ging rein, habe auf den Tisch das Stückchen gesehen und wusste sofort, um was es ging. Denn dieses Problem ist mir in den Jahrzehnten meiner Tätigkeit als Strickexpertin oft schon vorgekommen. Und darum beginnen wir die Reihe eben mit diesem Problem. Nämlich, die Maschen liegen nicht richtig. Warum? In manchen Beschreibungen sieht man Texte, in manchen sieht man Bildbeschreibungen oder auch beides. Falls da kein Fehler drin ist, muss man die auch verstehen können. In den meisten Fällen geht es sogar recht einfach. Aber im Grunde genommen braucht man nur eines verstehen, nämlich beim Stricken, wie stricke ich die Maschen ab? Und wie liegen die Maschen? Ich habe in meiner Jugend vor der Schule schon stricken gelernt und ich stricke meine Maschen folgendermaßen ab. Ich steche rein, meine Maschen liegen so rein und ziehe einfach den Faden durch. Dann liegen die Maschen mit dem Auge, ich nenne das Auge, also die Öffnung, nach rechts. Hier guckt es nach rechts. Meine Handarbeitslehrerin hat in der ersten Handarbeitsstunde geschimpft. So darf man die Maschen nicht abstricken, sondern man muss einstechen, den Faden herumwickeln und dann den Faden durchziehen. Und ihr seht den Unterschied, hier liegt das Auge auf der linken Seite. Rechte Seite, linke Seite. Und diese Art abzustricken, egal wie man strickt, das ist meistens zu 90% der Grund, dass ein Muster nicht klappt, weil man diesen Fadenverlauf nicht beachtet oder nicht drauf achtet. Das Gleiche geht natürlich auch mit Linksmaschen, denn wenn ich rechts gestrickt habe, so, Linksmaschen kann man einmal so abstricken, dass man den Faden um die Nadel wickelt und durchzieht. Ihr seht, so stricke ich normal. Bei mir liegt dann wieder das Auge rechts, nach rechts. Und es gibt die zweite Möglichkeit, einfach einstechen und ohne herumwickeln den Faden durchziehen. Dann liegt das Auge wieder nach links. Also bei den Rechts- und bei den Linksmaschen ist beides Male der Effekt, dass einmal das Auge nach rechts und einmal nach links liegt. Und hier ist der große Knackpunkt eben beim Zusammenstricken von zwei Maschen, beim Lochmuster, bei Zopfmuster, überall wo irgendwo Maschen zusammengestrickt werden, wo ein Faden umgelegt wird, dass da der große Knackpunkt ist, der Fehlerpunkt ist. Und in der nächsten Zeit werde ich ein paar Clips machen mit verschiedenen Mustern und eben unter dieser Prämisse, unter diesem Aspekt, wie liegen die Maschen, ein paar Muster erklären und worauf man achten muss. So, und wie gesagt, das ganze Problem ist, darauf zu achten, wie stricke ich? Wie stricke ich ab? Wie stricke ich Linksmaschen? Wie stricke ich Rechtsmaschen ab? Und wie liegen danach eben die Maschen auf der Nadel? So, das war eigentlich das Wichtigste, was dieses Problem angeht. Das heißt, wie liegen die Maschen? Wie läuft der Faden durch? Und jetzt geht es an die nächsten Clips, nämlich an die Muster.
Und anfangen werden wir mit diesen zwei. Das heißt zuerst ein Reliefmuster und worauf man achten muss. Dann ein Lochmuster, worauf man achten muss und wie man das machen kann. Und wenn ihr noch andere Muster wissen wollt oder Fragen habt, dann macht es gern in den Kommentaren. Ich werde meine Folgen natürlich daraufhin aufbauen, das ist klar. Auf jeden Fall dürft ihr euch freuen auf diese zwei oder sogar noch mehr. Und was es alles noch damit auf sich hat, mit diesen Löchern und mit Umschlag und Abstricken der Umschläge und so weiter und so fort. Und ein paar Muster, die ich auf der Maschine gestrickt habe, kommen natürlich auch noch dran, nämlich die Spitzenmuster. So, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch interessiert und ich lasse euch jetzt Zeit, bei euren Strickarbeiten, bei euren Problemen zuerst einmal selbst eine Lösung zu finden, eben unter dem Aspekt, wie stricke ich die Maschen ab, wie liegen die Maschen und wie wäre das richtig auszuführen. Bis dahin sage ich Tschüss, Dankeschön fürs Zuschauen und bleibt mir gesund.